Ja, heftige Grippe oder üble Rückenschmerzen, wen es erwischt hat, der fährt immer öfter schnurstracks ins Krankenhaus. In den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Patienten in einigen Notaufnahmen verdoppelt. Heißt, die Notaufnahmen sind brechend voll. Was also tun? Im Marienkrankenhaus in Hamburg hat man gleich neben der Notaufnahme für die weniger schlimmen Fälle extra eine Arztpraxis gegründet. Haben wir uns angeschaut und festgestellt, es bleibt immer noch sehr viel zu tun. Schichtbeginn für Pflegedienstleiterin Claudia Pieper. In den nächsten Stunden koordiniert sie das Personal in der Notaufnahme und versorgt Patienten. Jo, da werden noch einige kommen, das denke ich auch. Stefan, Zimmer 1, okay. Wir gehen ins Zimmer 1, ich schiebe einen Trage rein und dann geht's gleich los. Es ist Freitagvormittag. Der Wartebereich bereits gut gefüllt. Nicht alle sind klassische Notfälle. Dieser Herr wartet schon mehrere Stunden. Er klagt über starke Rückenschmerzen. An seiner Hand eine vor kurzem genähte Wunde. Zu seinem Hausarzt wollte er damit nicht mehr. Soll ich Ihnen mal ein paar neue darum machen? Wäre das ein Angebot? Jetzt nicht, ob die Fäden schon gezogen werden sollen. Die sollen ja meistens am 10. Tag gezogen werden, ne? Ja, der Hausarzt, bei dem ich war, das ist ein Trottel. Das ist ein Trottel? Der hat doch aber auch studiert. Das kann doch gar nicht sein. Ja, trotzdem. Der war nur einmal da. Ja. Und dann habe ich die ganze Woche nicht mehr gesehen. Ja. Und dann haben sie am Freitag gesagt, ja, diese Woche ist er nicht mehr hier. Also, das ist auch schon also Fäden ziehen kann natürlich. Oh, ganz klein Moment, das ist gerade die Notarztanmeldung. Klein Moment. Schwester Claudia, Marienkrankenhaus, moin, ZNA. Der Patient muss weiter warten. Eine ältere Dame mit Verdacht auf Schlaganfall kündigt sich an. 5 Minuten. Okay, sie fallen also gleich in die Tür rein. Alles klar, ich danke dir, ich sag Bescheid. Tschüss, tschüss. Okay, jetzt haben wir den Neurologen anrufen. Ist der Neurologe da? Ja. Die Neurologin ist unterwegs. Fehlt noch ein freier Behandlungsraum. 92, Sie sehen ja aus wie 80. Wie das blühende Leben, möchte ich sagen. So, wir nehmen jetzt die Patientin hier zügig bitte rüber. Und alles andere machen wir später. So, meine Gutste, willkommen im Marienkrankenhaus. Sie ist ein echter Fall für die Notaufnahme. Doch immer mehr kommen schon mit leichten Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Husten. Die Hausärzte haben Aufnahmestopp. Viele Patienten werden auch am Telefon schon darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr aufnehmen können. Und es wird ihnen gleich auch nahegelegt, sich doch gleich in die Notaufnahme zu begeben. Innerhalb von nur 5 Jahren hat sich hier die Zahl der Patienten verdoppelt. Zwischen 120 und 140 Menschen kommen jeden Tag in die Notaufnahme. Dieses junge Paar wartet bereits seit knapp 3 Stunden. Sie ist hochschwanger und klagt über Atemnot. Gut, es ist kein Notfall, ich blute nicht, ich bin nicht mit dem Krankenwagen gekommen, ne? Aber mir geht es auch nicht gut. Ich liege jetzt hier und richtig Luft kriege ich nicht. Also wäre schon cool, wenn dann doch mal jemand kommt. Ich meine, wir haben lang genug gewartet. Also ich denke, alles, was an Notfällen da war, kann vielleicht auch schon. Dr. Michael Wünning ist der leitende Arzt. Auch wenn seine Station immer voll ist, weggeschickt wird bei ihm niemand. Also wir behandeln hier jeden Patienten. Auch wenn wir das Gefühl haben, er könnte genauso gut beim Hausarzt behandelt werden, stellen wir nicht die Frage, warum hat er dort keinen Termin bekommen, warum ist er vielleicht gar nicht initial dorthin gegangen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und da ist es selbstverständlich, dass jemand mit einer vermeintlich leichteren Erkrankung oftmals auch wieder nach hinten gesetzt wird, weil lebensbedrohliche Erkrankungen mit dem Rettungswagen für diesen Patienten unsichtbar in die Notaufnahme kommen. Doch längst nicht alle haben dafür Verständnis. Schwester Simone ist am Empfang der erste Kontakt für die Neuankommenden und für die Wartenden. Der Ton ist rauer geworden, sagt sie. Manche Patienten treten hier halt sehr aggressiv auf, hier vor einem, und kommen einem dann auch sehr nah. Ne? Wo ich dann auch schon automatisch, sie werden lauter. Und dadurch, dass sie lauter werden, kommen sie einem auch automatisch schon näher, wo ich automatisch zurückgehe. Und wenn er dann wieder sich zurückzieht, hoffe ich auch mal, rufe ich auch mal den Security, dass der einfach mal einen Moment bei mir bleibt. Auch Schwester Claudia wurde schon bedroht. Es werden Schläge angedroht, man wird auch mal täglich auch angegriffen, ist mir auch schon passiert. Was ist da passiert? Also ich hatte auch schon sehr wahrscheinliche Angriffe durch eine Flasche, die erhoben worden ist in Richtung meines Kopfes. Schubsereien, gehen Sie mir aus dem Weg. Und natürlich auch sehr unflätige, vulgäre, verbale Auseinandersetzungen. Das erlebt man hier alles. Super.
Um den Ansturm der Patienten zu bewältigen und die Notaufnahme zu entlasten, gibt es eine integrierte Hausarztpraxis. Hier wird ein Teil jener Patienten behandelt, die eigentlich kein Notfall sind. So wie diese Frau. Sie klagt über anhaltende Nierenschmerzen. Piekst? Vorne für die fußgängigen Patienten entscheiden wir schon gleich, ist das ein Patient, der im Endeffekt die volle Kompetenz der Notaufnahme braucht oder ob es jemand ist, der mit unserer Akutmedizin, die ähnlich einem Hausarzt organisiert ist, völlig ausreichend behandelt wäre. Und diese Patienten, den Patienten geben wir die Möglichkeit, halt in unsere Akutmedizin zu gehen. Die gehen dann nämlich vorne an der Notaufnahme vorbei, direkt in die Praxisräumlichkeit. Es ist Abend geworden. Im Wartebereich wird es nicht leerer. Weil immer jemand wartet, bleibt der Belegschaft kaum Zeit für eine Pause. Seit 8 Stunden ist auch Claudia Pieper jetzt auf den Beinen. Man muss ganz oft einfach funktionieren innerhalb der Rahmenbedingungen. Und das sind harte Rahmenbedingungen. Die Patientenflut ist auf jeder Abteilung deutlich stärker geworden. Der Personalschlüssel, wie gesagt, ist dementsprechend sehr zögerlich angepasst worden. Sodass einfach viele Schwestern sagen, ich schaffe das einfach. Ich schaffe es körperlich nicht mehr. Ich schaffe es auch mental nicht mehr. Und eins muss man sagen, bei aller Liebe für den Beruf, es gibt Berufe, die einfach leichter sind bei besserer Bezahlung. Nach 7 Stunden Warten ist jetzt auch das junge Paar endlich dran. Ein Internist kümmert sich. Also ich bekomme schlecht Luft. Okay. Ich bin in der 35. Woche schwanger. Schwester Claudia hat eigentlich schon Feierabend. Wie so oft. Heute war für meine Verhältnisse relativ kurz. Heute waren es eigentlich nur so gut 9 Stunden. Gestern waren es leider 15 Stunden. Eigentlich wollte ich schon längst weg gewesen sein, aber es ist wie immer nicht geschafft worden. Macht nichts, morgen einen Tag frei, dann geht's wieder. Wir sind eins. ARD